dieser Zigeuner! Direkt alle! Abo! Alle, alle gegen alle, oder? Nein! Nein! Schlägerei geht direkt los. Komm, wir treffen uns hier auf der Kreuzung. Ja, Mann, komm. Ja, warte, ich schnasche. Ah, da. Die prügeln sich beide schon direkt. Ja, aber ohne Waffen, Jungs. Ohne Waffen. Ja, Bumfight. Bumfight. Hey, pack die Axt weg. Guck mal. Was für eine Axt? Mir mit Axt. Ja, du bist mit Axt unterwegs. Endgegner kommt hier direkt. Abo, der Eop hat's voll drauf, Alter. Good to see you. Wir prügeln gerade den Eop. Wow, warte mal, was passiert hier? 2000 für gute Führung bekommen. Geh weg. Ich kann mich nicht erschießen! Ich will mit Waffe schlagen, Mann! Sterb! Ja, lass mal noch eine Mission spielen. Der Alex will nach dem Essen bestimmt wieder zocken. Ja, können wir machen. Warte kurz, ich bin kurz weg. Hör doch auf damit, Alter! Ah, ich komme mit der Axt nicht an! Guck mal, ich bin schon fast tot. Okay, warte, ich steck weg. Ja, jetzt natürlich, Bro, komm, ich kann ja, mit Axt, gell? Ja, das ist Joystick-Vorteil, ausnutzen. Warte, ich häng fest. Ja, warte. Unglaublich, Alter. Unglaublich. Ich hab eine Auszeichnung bekommen, Nahkampfmaschine. Ja, das bist du, Mann. Guck, wie die beiden mit Autos kommen. Kommt raus, Mann. Schmeckt's euch weg. Wer? Da. Ey, hör doch auf. Warte! Ah! Aber ich kann die Waffe nicht wegstecken. Ja, guck mal, ey. Wenn das nicht umfällt. Die haben alle Waffen schon rausgeholt. Ja, ich doch aber nicht. Die sich beide wieder prügeln dort. Hör doch auf mich, Alter. Ist doch scheiße, Alter. Guck. Jo. Jo. Fliegen die beide da vom Gelände. Ich muss snacken. Nein! Alter, guck mal, Mann! Das ist so billig, Alter! Hast du aber den Salto gesehen? Sein Zigeuner! Hast du aber den Salto gesehen? Den du gemacht hast? Oh, schnell snacken! Aber auch Polizei! Boah, wie billig, Alter. Hat er sofort Auto-Aim angemacht? Hab ich gesäubert, Alter. Hat er sofort Auto-Aim angemacht? So Schalter umgelegt, gell? Hier, wer ist da hinten? Kommt bestimmt auch noch einmal an. Aber der Salto war geil von dir, Mann. Boah! Oh, alle Michis Rache, Alter. Er steht einfach. Nein! Aus einer Schlägerei ist eine Schießerei geworden. Oh,
Abo! Alter, das Auto, ich brenne! Ah! Er hilft mir! Abo! Er nutzt diese Situation, schauen wir uns. Oh, die scheiß Bullen, Alter. Oh. Ah, fuck. Wir nicht mehr lachen, so. Wir haben es jetzt schon voll ernst. Wir lachen gar nicht mehr. Das ist jetzt mein oh. Wow. Lacht keiner mehr, Bruder. Vorbei, Alter. Ernst. Wo bist du? Ich weiß, wo die Jungs sind, die hole ich mir jetzt. Ah! Uah. Der Michi ist einfach so gestorben. Ja. Also, ich bin Sprengmeister, Heop ist Hacker. Oder andersrum, ist mir egal. Ich nehme das Geld. Ja. So viel erstmal dazu. Und dann, wenn wir reinkommen, Heop geht links und schaltet den Wachmann mit dem R-Knopf aus, dort los. Und ich gehe rechts und schalte den Wachmann mit R-Knopf aus, okay? Heop. Ja. Weil sonst, nicht, dass wir aus Versehen eine Geisel töten, das zieht uns irgendwie 1-200.000 ab. Nee, da kommen auch schwerere Polizisten dann. Ja, stimmt, genau, da kommt auch SWAT. Okay, okay. So, are you ready? This should be pretty easy. I've kept it simple since. Können wir skippen, oder? Nee, erst wenn der Michi das einmal gemacht hat. In a good way, straight ahead, low IQ kind of. Also, es müssen alle gemacht haben, wenn man das skippen kann. Aber Michi hat's noch nicht gemacht. Nee. Okay, armed robbery, here we go. Here it is. Keep it simple. You go in heavy, you go in well armed. Some of you will do crowd control. The vault team will go downstairs. Blow the first vault. Alter, der labert so ein Scheiß, Alter. Use the card to get into the network and open the second vault door. And then look out, because you'll have a nervt so krass. Before every cop in town is waiting for you outside the bank. Der wird auch mit Geld nicht glücklich. Nee. Hoffnungsloser Fall. Good luck, people. Nothing can go wrong. All good. I'm all good. So, passt alles. Perfekt. Ja, nur noch das Geld, warte. So. Michi ist wieder abgelenkt. Wir müssen ihn aufwecken. Michi, aufstehen. Sieht noch cool aus. Die Payday Crew. Payday, ah, ich weiß nicht. Bestes Spiel, Digga. Ey, ich hab das hart gezockt am Anfang, aber dann irgendwann haben sie es mir zu spät angefangen mit Content zu füllen. Und jetzt füllen sie es mir zu schnell mit Content. Zu schnell? Meinst du wegen diesen Level, wegen diesen berüchtigt werden und so? Ja, genau, ey. Ich weiß auch, als es rauskam, weißt du, da war noch nichts los in dem Game, ey. Ich hatte das Spiel echt krass gesuchtet. Ein Kumpel von mir zockt das auch hart. Ich habe auch 500 Stunden da drin schon, aber irgendwann ging es mir halt auf den Sack. Durst. Auf. Ja.
Aber es ist ein gutes Spiel, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass den Ansatz, den GTA verfolgt, ey, wenn die das irgendwie ernster nehmen würden und noch mehr von solchen Missions raushauen würden, dann wird das auf jeden Fall Payday den Rang ablaufen. Ja, aber dafür ist die einfach, ist einfach nur Geballere, die Mission. Das ist das Problem, glaube ich. Bei GTA? Ja. Nein. Bei Payday ist sau viel Geballere. Boah, da kannst du viel Stealth machen. Alter. Das war ein schickes Auto. Achso, warte mal. Fährst du alleine, Jack? Ja. Okay. Ja, die sind jetzt. Bis auf einen sind alle bei mir im Auto. Aber ja, ich fahre nicht. Irgendjemand hat mein Auto geklaut. Ich hab's geklaut, sorry, Mann. Kein Ding. Ja, nur weil er grün hatte, oder was? Ja, Jem, willst du dann mit dem Auto, mit dem Geld gleich dann Radau machen, oder hat jemand noch einen Raketenwerfer? Warum Radau? Ich hab, glaube ich, einen Raketenwerfer dabei. Und Granaten, ich... Granatenwerfer auch? Nee, Granatenwerfer hab ich noch nicht. Ich bin erst Level 30, da kriegst du den noch nicht. Ah. Ja, okay, dann nimm du das Geld, Ejo. Besser, nimm du das. Nimm weil du das hast Geld. Die ganzen Explosionswaffen, weißt du? Ja, ja, ja. Michi, gleich keine Geiseln erschießen, ne? Nur laut mit lauter Waffe schießen. Die ist einfach an die Decke. Ja, aber kein Schalli. Also meiner sitzt einfach so im Auto, low. Doch die Ladesequenz. Oh, ich hab nur. Okay, ich hab genug Raketen, Granaten dabei. Ich hab so ein Butler-Outfit, merke ich gerade. Ich? Ich? Ich hab's nur. Ja. Jeder hat so ein Butler-Outfit. Ich hab das. Wir haben genug vom Rumbattlern. Welchen mache ich, den linken, hast du gesagt? Ja. Ich mache den rechten Wartkopf und zünd's, wir gehen vor. Was muss ich machen? Einfach nur hinterher erstmal kommen. Okay. Okay. Habt ihr es? Guck mal, Jungs, ihr müsst einfach nur die Geiseln erschrecken. Weiß. Boden schießen und so. Und zwischendurch kommen auch hier oben kommen Wachmänner. Die sind einfach an die Decke, das reicht. Ja, hier oben kommen auch Wachmänner zwischendurch. Die kenne ich. Ja, okay. Super, Alex hat. Ja. Perfekt. Er hat gestern bei den Human Labs noch wieder nicht funktioniert, Jim? Oder wo ging's? Ja, ich hab's gelöscht. Ah, ist gelöscht, okay. Das hat nicht funktioniert. Oder hier die Dinger, die Lampen abschießen, dann kriegen die auch Horror. Vor allem wie die Wippen, ne? Ja. Achtung, ey, Michi, du hast eine geschalldämpfte Waffe. Einer lebt noch. Nicht, da kann man nicht haben, oder was? Da kommt was, da kommt was. Ist schon weg. Ich hab aber noch nie gehackt, ey. Mal gucken, wie es ist. Ganz normale Hacken, Bruder. Mit ich hab nur Schalldämpfer. Pass auf, die Wachmänner sind da, Jungs. Einer kommt zu mir. Der nächste kommt, glaube ich. Ja. Gut. Oh, ich muss ein bisschen mehr an die Decke schießen. Die sind nicht beeindruckt von dieser Action. Dieser Boden schießt, er schießt vor mehreren. Ja. Yeah. Jupp, was ist los? Ich bin dabei, ich hatte gerade nur Anfangsschwierigkeiten. Wenn ich mit dem Raketenwerfer an die Decke schieße, meint ihr, das geht auch? Nein, nein, macht's nicht. Das war's. Boah, das ist krass. Die schreien. Okay, ich lasse schon mal alleine mit dem Geld. Ja. Geh mal nach oben. Oh, da ist so ein Bulle. Papi.
reicht nicht aus, dass die crashen. Jawohl. Bin dabei! Du musst halt vor mehrere Geiseln schießen. Nicht immer nur für dieselbe, das bringt's nicht. So, ein Tisch ist leer. Der Wachmann. Hier ist ein Wachmann. Wo, wo, wo? Unten vielleicht hier. Warte, ich komme. Ja, kümmere dich mal drum. Ja, da ist einer unten. Ich hab ihn. Ich hab's gleich. Halber Tisch noch. Okay, Geld ist drin. Oh, oh. Ja. Kommt, Jungs, vorne beim Eingang sammeln. Okay, gleich gehen wir vor. Hiob geht hinter uns, okay, Jungs? Wir räumen den Weg frei, damit er keine Schüsse abkriegt. Nochmal so zur Info, wenn er einen Schuss abkriegt, verliert er Geld. So. Ja. Einer ist nicht auf Pose, ich glaube Michi, du, oder? Ja. Okay, Jungs, locker easy. Komm schon schnell. Schnell laufen, nicht viel stehen bleiben. Einfach nur laufen und campen. Ich schieß Granaten, ich schieß. Weiß schon, warte. Okay. Leute, da habt ihr viel zu viel stehen lassen. Und weiter geht's, Jungs. Genau hier abbiegen. Komm. Michi, komm. Vergiss nicht die Punkte einzusammeln, ja. Jungs, ja? Oh! Oh, ich muss was essen, wartet! Mach das! Mitkommen, mitkommen, mitkommen! Hier ist sicherer zu essen, erstmal runterspringen! Den Punkt links einnehmen, Michi! Den Punkt, ich glaube, Michi ist im Arsch! Warum? Der ist da oben noch! Michi! Nein, nein, ich bin da! Hast du den Punkt eingesammelt oben? Nein! Komm! Alles schon wieder fast. Geh dann hier, du musst. Okay. Er hat wohl alle Punkte. Ich muss was essen! Komm, komm, alle Gebietüberschreitung. Keiner schießt auf dich. Ja, sammel die Punkte ein, die Punkte. Ich muss nur die nehmen ein bisschen. Ich bin tot gleich. Ich muss was essen. Komm hierher. Komm, Junge. Ich warte auf Michi. Ich hab ihn hier gedeckt. Aber der Punkt ist nicht genommen. Er hat den ersten Punkt noch nicht. Ja, bei mir ist der gelbe voll weit. Du musst einfach in die Gasse gehen, da wo ich hinschieße. Da ist halt, da ist kein gelber Punkt. Wo ist der denn bei dir? Ganz weit weg, vorne. Ach so, du hast den allerersten nicht genommen. Ja, dann warte ich mal selbst. Nein, mach mal jemand Selbstmord. Dann verlieren wir doch Geld, oder? Nee, nee, das ist hier noch nicht. Nur ich hab's. Da vorne ist der nächste. Ich mach Selbstmord, warte. Ach so, da vorne? Okay, Michi hat den Punkt. Ey, Michi, Mann. Ich mach Selbstmord, out of area für mich. Nein, nein, brauchst du nicht. Ja, okay, jetzt doch, komm mal. Das wäre jetzt von neu. Jetzt haben wir wieder das komplette Geld. Michi hatte auch den letzten Punkt wie wir, nur er wusste nicht, welcher das ist. Ja, ist kein Problem, jetzt besser. Oh, fuck. Die haben mich hier... Oh, Mann. Kein Problem. Ich hab mich beim Essen stehen lassen. Michi, wie du hinterher geflogen hast. Nascht erst was, wenn du essen musst, hier an der Wand. Nein, nein, komm. Einfach nur gehen, Alter. Desto länger wir stehen bleiben, desto mehr Cops haben wir hier.
Geht, geht, geht. So wie die Punkte einsammeln. Naja, okay, dann haben wir. Go, go, go. Ein Punkt hier noch. Look. Der Heli? Ja, ich kümmere mich, ich kümmere mich. Wo ist er, wo ist er? Ich sehe ihn auch gerade nicht so wirklich. Hab ihn. Oh nein, er ist hinterm Haus. Ich hab. Alle Helis down, einer ist doch noch da. Ne, alle down. Über die Straße. Ja. Go, go, go. Letztes Auto, Vorsicht. Heli über uns. Hab ich. Auf, go, go, go. Helings sind Bullen, können sein. Alles sauber. Rein mit uns. Neue Weste okay. Nehmen jeder. Neue Weste nehmen aufs Motorrad und dann machen, was ich mache. Gar nicht weit fahren ins Motorrad. Warte ganz kurz, ich erstmal in Ruhe hier die Weste anziehen. Nicht wahr, nicht wahr. Komm jetzt schnell. Jeder nimmt sich ein Motorrad. Aus dem Motorrad. Komm. Hier links um die Ecke fahren. Aber vorsichtig, nicht zu schnell. Achtung, stopp. Kommt hier, kommt schnell. Hier hinterher. Weiter hier, ich verbinde mich. Ja, es klappt. Lad uns ein. Kommt ja. Alle hier an die Tür. Kommt an die Tür. Haben alle Einladung bekommen? Was für eine Einladung? Für die Apartment? Du musst ihn nochmal einladen für das Apartment. Ich bin selber noch nicht mal drin. Wie? Wir sind drin. Wir sind drin. Alex kommt nicht rein. Nicht dein Ernst, Alter. Doch, doch, ich klingel gerade. Bas Abu Alman. Ja. Awaiting permission from Abu Alman. Ja. Und? Lass du es dir rein, warte mal. Dann gehst du mit uns in die Garage, ganz normal. Okay, er kommt, perfekt. Jetzt nimm uns alle mit in die Garage. Warte, warte. So, lass Abo fahren und die anderen steigen hier ein. Perfekt. Ich glaube, das ist schon Teil des Spiels. Meinst du, das war so gedacht? Ich glaube schon. Sonst hätten sie den Spot einfach, dass du das Apartment betreten kannst, während dem Job überhaupt nicht möglich gemacht. Ja, das kann auch sein. Fährst du der Linie deswegen nach? Musst du auch aufpassen, dass dich kein Buller sieht, wenn du denkst. Wenn du da reingehst. Weil, wenn dich ein Buller sieht, wie du ins Apartment willst, dann geht's nicht. Was hast du gefragt, Theo? Fährst du der gelben Linie nach? Ja, weil, wenn wir dann da in den Bergen sind, dann können wir die Bullen abschütteln. Okay. Ey, ich zeig dir, ich sag dir an einer Stelle, wo du auf die Gleise fährst und fahr dann über die Gleise. Nee, nee, ich will über die Klippe springen, ja, damit wir die Bullen abschütteln. Ey, ob wir da aber alle es überleben? Überleben bestimmt. Welche Klippe? Er will den Standard-Motorradweg fahren. Ja, ja, aber eine Abkürzung dahin, dass man nicht über die Straße fahren muss, weißt du? Dass du keine Bullen da hast. Also wenn wir nicht, aber wenn wir nicht schießen, haben wir eh nur zwei Sterne, wenn es dir aufgefallen ist. Ja, ja, nicht. Wir dürfen nur nicht schießen. Das sind nur ganz normale Bullen, die uns verfolgen. Keine SWAT-Wagen zum Glück. Wenn möglich auch am besten nicht rammen, gell? Ja, am besten. Aber die rammen ja dich. Kannst ja nicht viel gegen machen. Endlich, ey. Wenn wir das geschafft haben, endlich mal wieder ein bisschen Geld auf dem Konto. Urlaub machen. Ja, Mann. Thank you.
Guck mal, da vorne könntest du jetzt einfach links auf die Schienen fahren und einfach nur die Schienen lang fahren, anstatt jetzt die Strecke zu fahren. Und dann kommen wir zum Boot direkt, oder was? Nee, nicht zum Boot, sondern zu dem Sprung. Du kannst dann noch links hochfahren, wenn du willst. Noch geht's. Na, mach mal, schauen wir uns das an. Einfach auf die Schienen drauf und nur auf den Schienen bleiben. Ich sag dir dann, wann du rechts fahren musst. Okay. Haben wir gleich so jeden möglichen Trick ausprobiert. Und das ist geil, wenn du die Strecke mit den Motorrädern fährst, das macht halt schon Bock. Das ist eine geile Tour einfach. Ich find's mit den Motorrädern eh am geilsten, ich sag ehrlich, weil es einfach Laune macht. Ja. Aber wenn du jetzt so ein bisschen Cash brauchst, dann geht das schon. Aber ich finde halt mit den Motorrädern ist auch nicht gerade schon auch geregelt, so ehrlich gesagt. Verfolgungsjagd mit Bikes ist schon scheiße. Aber jetzt haben wir Vollsterne. Ja, das ist aber normal. Das war gestern auch so auf einmal. So, und jetzt stopp. Jetzt hier rechts hoch. Also hier gleich, wo es rechts hoch geht. Einfach hier rechts. Richtung Punkt einfach fahren. Diesen Weg da hoch folgen, der da eingezeichnet ist. Ah, okay. Einfach so, so ein bisschen der Linie folgen, dass man da bei diesem Punkt rauskommt. Geht dann schon. Jetzt, das Problem ist, wenn wir eben einfach so auf die Berge gefahren wären, den regulären Weg, hätten wir keinen einzigen Bullen hinter uns. Jetzt haben wir drei Helikopter und Gott weiß was. Ja, nach rechts eher, aber gut, kannst du jetzt auch da oben machen. Also, das ist nicht so. Machen wir nächstes Mal nicht so. Aber wie sollen wir jetzt in Ruhe ins Boot einsteigen, Alter? Ich glaube, wenn du in den Checkpoint kommst, gehen wir da unten ist der Checkpoint erstmal mit den Bullen vor dem Tunnel. Ah, okay, nice. Dann fahren wir so rum. Mal gucken, vielleicht können wir sie so noch abschießen. Fahr zum Checkpoint, da wo die Bullen, wo der Checkpoint ist, da sind die zwei Bullenautos vor dem Tunnel. Da sind wir jetzt. Okay, nice. Ja, guck mal. Dann können wir sie vielleicht doch noch abschießen. Abo. Ja, die schütten wir doch drauf. Ja, die schütten wir auf jeden Fall ab. Ja, perfekt. Guter Weg. Ja, Mann. Und wenn man den ein bisschen präziser fährt, also da gibt es noch ein paar bessere Stellen mit dem Bike, dann ist der super cool. Ja, mit dem Bike bist du einfach ein bisschen mobiler, ne? Ja. Mach ich ein bisschen langsamer, oder? War alles geplant. Springen wir denn gleich auch ab vom Auto? Ja, wir müssen dann aus dem Auto springen. Okay, ich bin mal gespannt, das will ich versuchen, ne? Das ist aber sehr schwer. Okay, die Mission ist gleich fertig. Wir springen gleich aus dem. Ich muss Reis kochen, meine Frau wird wahnsinnig. Ja, geht klar. Naja, bist du danach wieder am Start? Ja, nach dem Reis kochen auf jeden Fall. Der Jan will weiterspielen. Auch der spielt dann mit euch, der wird das schon hinkriegen, hoffentlich. Alter, wo sind wir hier, Mann? Hi, Bibi. Ihr denkt alle dran, aus dem Auto zu steigen. Motorrad wäre schon 8-mal gestorben, auf jeden Fall. Oh, guck mal, die Bergsteiger. Die sind noch flat, die kriegen von gar nichts mit. Alle. Nein! Fahr zum Auto. Fahr hoch. Was müssen wir? Ja, warte, werd Raketen. Fahr links hoch. Warte, nicht aussteigen hier. Nicht aussteigen. Werd Raketen, der steigt aus. Schieß mit den Raketen die Helikopter ab. Hast du keine mehr, Alex? Ich hab Raketen, klar. Ja, dann schieß mal diese Helis bitte ab. Wo sind die denn? Ja, lass mich mal ans Steuer. Ein Heli down. Ich komme nicht mehr in dein Auto rein. Der Bug ist gekommen. Ich muss da hinlaufen. Ah, komm, wir laufen da hin. Das geht denn ab. Ist doch nicht mehr weit. Ich bin noch drin, gell? Vergesst es nicht. Ja, steig aus und lauf mir hinterher. Alter. Lauf um dein Leben. Ich kann jetzt nicht aussteigen, Bruder. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht zeitlich. Das schaffen wir. Komm, Beeilung. Was ein Scheiß, Mann. Voll verkackt, gell? Wärst du an der Küste lang gefahren, das wäre eh am geilsten. Alter, wohin?
Was machst runter, du? Bruder, er bringt runter. Dich, er bringt dich direkt zum Punkt. Oh. Okay, das mit dem Apartment funktioniert jetzt nicht mehr, ne? Doch, doch, das geht. Das war gestern komisch. Sicher? Alle, diese ganze Weg nochmal fahren. Ja. Das war's, ja. Alex. Dein Reis tut mir leid. Der Arme. Oh! Oh mein Gott, was machen die da mit uns? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Aussteigen, oder? Aussteigen, aussteigen! Nein, 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 nein! Heop, du bleibst im Auto, okay? Warte, warte! Oh mein Gott! Heop, bleib im Auto, ich bring mich um! Kein Geld verlieren! Nein, nein, nein! Regierung, wo willst du denn langfahren? Ja, wir haben uns ins Wasser abgedrängt. Okay. Dann haben wir U-Boot gespielt. Haben wir U-Boot gespielt? Ist die Markierung weg? Nein, das ist noch da. Ist es schlimm, wenn ich irgendjemand abballer hierbei? Nee, nee, wir haben jetzt noch zwei Sterne. Ja, nicht ballern. Also. Gleich kannst du ballern, wenn wir fünf haben. Alles klar. Warum steht da eigentlich Pause? Achso, weil ich im Menü bin, den Wegmarkierung setze. Ah, okay. Jetzt kannst du schießen, bitte. Ja. Boah, wir hatten da so ein krasses Gewehr, Alter. Das ist die AP-Pistole, ist das. Sag doch. Es kommen Jets. Schon brutal. Alter, was ist das? Wow. Jo, guck mal, wo das ist. Sag mir, wo was das ist. Die Markierung verfolgen einfach. Ach so. Alter, das Militär ist auch am Start. Über uns ist ein Jet. Helis, alles. Abo, der Jet da oben, guck mal. Ja, Mann. Schieß auf den. Fährst du bei der Markierung rechts runter dann? Bisschen langsamer?
Juck, ja, und als wenn sich jetzt die Cops abschütteln. Wir kommen hier ohne Cops an. Nein, dazu müssen wir springen. Er schießt die erstmal aus dem Auto. Pass auf, das eine Auto wird explodieren. Kommt! Hm? Kommt! Alle rauf! Jetzt oder nie? Schnell! Einfach F drücken! Komm, schneller! F, drück F! Ja. Ah, jetzt! Alter, beim Schwimmen darf man nicht Shift halten. Sorry. Schwimmen ist so schlimm bei GTA. Ja, ich bin schon 18.000 Mal ertrunken, Alter. Na, einmal unter Wasser bist, kommst du nie wieder hoch. Juhu! Alter, endlich. Ja, billig war das, billig. Das Schwierigste war die Autofahrt. Easy, Alter. No. Oh, jetzt kommt er wieder, Mann. Oh, my friends! We did it! Well, you did it. I know I didn't do that much, but you know, I thought you were just a bunch of creepy and quiet weirdos. Turns out you're a bunch of creepy, quiet weirdos with talent. You rob and you steal and destroy like geniuses. Oh, I love it. Here, let me wire you your money. You know, I will never forget the good times, all the laughs we had. You're like family. The picnic, you know, the hike in the woods. Wer sieht denn sowieso eine Leiche aus, Alter? Der Albino meinst du? Ja. Jam oder was? Der mit den schwarzen Augen. Ciao, Alter. Wer sieht denn so aus wie eine Leiche? Grau, Bruder. Zombie, Alter. Ja. Wow. The drugs. Oh man, the drugs. Alter, warum labert der denn so viel? Hä? Geht. I'm a little embarrassed. Okay, the money. Here. And here. And here and here. Okay. Ja, nach dem Essen. Können wir runtergehen Eis holen? Eis essen. Ja, Bronze. Wir haben doch auch nichts gemacht, gefühlt. Wir haben nur 70.000 verloren. Ich hab 336.000 bekommen. Weil das bei dir das erste Mal war. Damn! Bam, Alter. Das hat sich ja mal gelohnt, ne? Ja. Jetzt machen wir Urlaub in Liberty City.